Haben Sie eine Depression? Folgende Fragen können Ihnen einen Hinweis auf eine mögliche Depression geben. Die drei Fragen beziehen sich auf Hauptsymptome und die sieben Fragen auf Nebensymptome. Die drei Hauptfragen lauten: Sind Sie häufig traurig und niedergeschlagen? Merken Sie, dass Sie keine Freude haben und Interesse verloren haben? Werden Sie schnell müde, selbst nach kleinen Aufforderungen? Das waren die drei Hauptfragen. Die sieben Nebenfragen lauten: Sind Ihre Konzentration und Aufmerksamkeit schlechter geworden? Ist Ihr Selbstwertgefühl schlechter geworden? Fühlen Sie sich schuldig oder wertlos? Malen Sie Ihre Zukunft als pessimistisch und negativ auf? Haben Sie Schlafstörungen? Ist Ihr Appetit schlechter geworden? Wenn Sie mindestens zwei Hauptfragen und mindestens zwei Nebenfragen mit Ja beantwortet haben und unter diesen Beschwerden seit mindestens zwei Wochen leiden, empfehle ich Ihnen, einen Termin bei Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie auszumachen. Eine Depression wird mit Psychotherapie und Psychopharmaka behandelt. Ich erkläre Ihnen diese Empfehlungen genau. Eine Depression kann und soll mit zwei Mitteln behandelt werden. Zum einen mit Psychotherapie, die das Ziel hat, die Ursachen einer Fehlprogrammierung für die depressiven Gedanken und Gefühle aufzudecken und somit durch die Psychotherapie eine Neuprogrammierung der Gedanken, Gefühle und des Verhaltens zu ermöglichen. Zusätzlich kann Depression mit Medikamenten behandelt werden, die einen Einfluss haben auf die wichtigsten Botenstoffe, und da sind Serotonin, Dopamin und andere.